Welcome back zu einer weiteren Folge Feed the Beast. Ich habe mal ein paar Bauarbeiten vorgenommen, einiges an Stein hergestellt und hier mal einen anderen Bodenbelag hingezaubert. Und auch hier, schön mit meinem Napisblock, dachte ich mir, so ein bisschen Deko muss ja sein, ein neues Areal dazugefügt. Das Ganze natürlich auch mit doppeltem Boden, das war einiges an Arbeit. Aber hier können wir dann unseren Spaß ausleben. Mit dem, was ich vorhabe. Was ich eigentlich letzte Episode machen wollte, wozu ich nicht gekommen bin. Weil der Regen mein Buch kaputt gemacht hat. Jetzt einmal ohne Regen. Das ist schon wieder nicht da. Was soll das? Was ist mit meinem Summonomicon los? Ihr wollt mich doch wohl trollen. Hier liegt noch eine Torch. Hä? Ist das irgendwie buggy, dass das so nicht funktioniert? Summonomicon. Kein Crafting Recipe. Ja, weil man macht das genau so, wie ich es gerade gemacht habe. Aber irgendwie auch wieder nicht. Was soll das? Wo ist das hin? Nervig. Sticks. Nein, nicht das. Komm mal her, ich würde noch Holz haben. Machen wir uns halt mal Holz. So, einen ganzen Schlag davon. Das war nicht Bug, das ist eher Bug. Und kein Paper mehr. Warpbug. Keine Ahnung, was ein Warpbug ist. Das Sugarcane ist mittlerweile auch schon wieder ein bisschen gewachsen. Vertippt. So. Das brauche ich jetzt mal. Ich mache das Indoor und ich mache es ein bisschen höher. Und ich stelle mich auch gleich daneben. Das despawnt einfach. Was soll das? Das ist nicht das, was ich will. Okay, ich habe jetzt schon drei hergestellt und ich bin jetzt langsam am Verzweifeln. Steht hier was drin? Yeah, Wizard Steve. Into the wonderful world you magic and so you will require special tools for blood magic. You will your life essence and cast spells and creating powerful artifacts. But be careful you don't die. Be careful you don't die. What's that? Was a bookshelf and a wand. Right click your wand on the bookshelf to create a Summonomicon. All of the primary need for processing some soundproof contained inside the book. Ja, habe ich. Ist aber despawned. Da muss ich mich mal schlau machen. Ansonsten muss die Creative Keule her. Weil ich ansonsten keine Ahnung habe, wie ich ein Summonomicon reinkommen soll, wenn das ständig despawned, wenn ich es crafte. Das ist sick.
meine, ich habe jetzt schon, glaube ich, insgesamt 4 Stück gebaut oder so. 3, 4, irgend sowas. Und es ist jedes Mal gedespawnt. Dann bin ich gleich wieder da. Und da bin ich wieder zurück. Ich habe das Summonomicon jetzt mir über eine Konsole herbeigeholt, weil ich am Verzweifeln war, wie ich das kriegen konnte. Ich habe es noch ein bisschen mal ausprobiert, hat immer nicht funktioniert. Jedes Mal ist das Ding einfach despawned. Und Foreneinträge habe ich durchgelesen, da stand nichts dazu und ein Ticket aufmachen, darauf warten, dass mir jemand antwortet, darauf hatte ich jetzt keine Lust. Deshalb haben wir es jetzt auf den Weg gekriegt. Naja. Wenn wer eine Lösung kennt, schreibt es in die Kommentare, was das soll, warum das Buch despawnt, wenn ich es erstelle, anstatt dass es im Inventar landet. Aber schlussendlich haben wir es dann jetzt doch. Das heißt, wir haben, yay, Wizard, den Quest fertig. Reward. Iron Cap Wand, Reward Bag, Full Heart. Wir können entweder Rune of Self-Sacrifice oder Rune of Sacrifice. Ich glaube, das Sacrifice interessiert mich mehr. Es ist ein gutes Herz. Das ist ein gutes Herz. Und ein Greater Bag. Mal sehen, was drin ist. Eine Written Pick. Ah, nicht so prickelnd. Das Summonomicon. Mal sehen, was drin steht. Mhm. Da müssen wir natürlich jetzt einiges researchen, damit wir hier vorankommen. Große fette Fragezeichen. Ah ja, und wir müssen uns Charts machen. Aber das war gar nicht das, was mich so großartig interessiert hat. Mich hat das Blood Magic viel mehr interessiert. Mal sehen. Wir haben doch hier jetzt eine neue Abzweigung. Hier müssen wir das, die ganzen Charts machen. Und hier müssen wir uns einen Altar basteln. Und den wollen wir doch mal haben. Das gute Stück. Dafür brauchen wir einen Ofen. Damit haben wir den. Wunderbar, wunderbar. Den Altar. Ein Weak Blood Orb. Das war schon richtig. Da müssen wir einen Diamant in ein Tier 1 reinschmeißen. Das sollte kein großes Problem sein. Und zwar stellen wir das Ganze... Ich würde sagen, wir hauen uns hier mal einen Durchgang. Kommen wir schneller durch. Für den Spaß habe ich hier hinten... ja, unsere Plattform vorbereitet. So... Der, stelle ich den hier oder stelle ich den auf Ground? Ich glaube, den stelle ich auf Ground-Ebene. Hier stand er, ne? Ja. Jetzt können wir nämlich den mit Blut füllen. Denn die Materie von diesem Mod ist unser eigenes Leben. Jetzt machen wir uns erstmal hoch. Und zwar ganz voll. Sie einfach daneben stellen, den klicken und wie man sieht, ich verliere Leben. Links oben steht Hurt. So, den rein und dann mal ein bisschen warten. Wir haben ja noch immer den Well Feed Buff. Und dann dauert es auch nicht lange, dass der anfängt umzuspringen. Nicht lange, nicht lange, nicht lange, nicht lange. Der braucht noch mehr Blut. Ich regeneriere nicht schnell genug. Langsam wird's schmerzhaft.
schon. Tu es. Ich hab nicht mehr viele Herzen. Ah. Tada. Der Weak Blood Orb. Ich nehme die mal aus der Leiste raus. Nicht, dass ich da anfange, mich gerade selbst zu massakrieren. Aber das heißt auch, dass wir wieder ein Reward... Okay, vielleicht auch nicht. Den haben wir. Und den haben wir. Das heißt, wir kriegen... Können wir uns das auswählen? Ne, das können wir beides. Claim Reward. Noch ein Leben mehr. Und ein Greater Bag. Das ist diesmal... Noch ohne. Silk Touch X. Wieso sollte Silk Touch ein Level haben? Wir haben ein Schwert mit Silk Touch. Nicht sicher, was es uns bringt, aber wir können es vielleicht später mal endcraften. So, warum ich den ganzen Spaß gemacht habe, ist einerseits, weil man dann hier schön weitergehen kann. Divination Sigil. Gibt es hier noch ganz viel anderen Spaß. Aber wir wollen unseren Altar mal auf Tier 2 hochbringen. Dazu brauchen wir Stone. Was wir noch haben wollen, sind mal zwei Chests. Haben wir schon dabei. Eine paar Item Ducts. Servus, mal bitte zwei. Ich habe da hinten keine Lust, Schalter hinzusetzen. Zwei Servus. Und wir müssen essen. Wir brauchen Essen. Was sagt endlich der Generator? Noch eine Stunde, ja, haben wir noch Zeit. Passt. So, gehen wir mal. Ja, die hätte ich gar nicht machen müssen. Ich habe die Barrels hinten ja mittlerweile ans MA-System angeklinkt. Apple. Ich möchte Apple Juice. Apple Juice, Apple Juice. Apple Jelly. Snack. Okay, Apple Juice. Gehen wir mal einen Stack. So. Wir brauchen Huhn. Und Huhn macht man, indem man Cleanstone hier reinschmeißt. Und die umformatiert. Allerdings kann man das auch automatisiert machen. Indem man da eine Chest hinpackt und da eine Chest hinpackt. Und so macht. Das dreht, weil man kann. Das Ganze mit Servos ausstattet, damit wir hier nicht irgendwelche nervigen Krempel haben. Dann kommen hier die Stones rein. Die landen dann da drin und werden langsam umgebastelt. Allerdings braucht das Blut. Das braucht Blut. Vielleicht hätte ich nicht gleich einen ganzen Stack auf einmal machen sollen. Habe ich mal noch den Well-Fed-Buff? Jetzt habe ich den. Kann ich ihn damit erhöhen? Ne, nur erneuern. Links oben, das sagt mir das nicht gut. Okay, weißt du was? Ein ganzer Stack ist zu viel. Das war nicht das, was ich wollte. So packt man immer nur einzelne rein. Was wollte ich? Ich wollte aus Stein, wollte ich Room machen. Room? Und dann kann man hier Room, Blood Room. Und die hier, die Blank Slate, brauche ich. 1000 Lebenspunkte kostet mich das.
zwei Stück und ich kriege eine Blood Rune. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Nee, so kriegen wir das nicht hin. Das Sacrifice-Ding, das benötigt ein Apprentice Blood Orb. Oder ein Tier 2 Altar. Ja, Tier 2 wollen wir ja machen. Das ist ja gerade unser Ziel. Deshalb machen wir ja den Krempel hier. So, ein Fat Buff. Sehen wir, ob wir wenigstens eine hinkriegen. Problem ist, wenn ihr dieses Kruseln ausseht, also das Kruseln da, dann wisst ihr, okay, er läuft leer. Wenn das Kruseln allerdings aufgehört, dann wisst ihr, okay, er hat es abgebrochen und das heißt, er muss wieder von vorne anfangen. Das ist sick. Okay, ich brauche ganz dringend irgendwas, was Lebenregeneration macht. Sonst funktioniert das nicht. Regeneration. Wir hätten entweder Potion of Regeneration. Das heißt, wir können entweder ein bisschen was rumbrauen. Awkward Potion of Regeneration. Gastier. Achso, das kommt rein, das kommt raus. So ist das. Netherward, Netherward haben wir. Gibt es irgendwas an Essen, was Regenerationen-Buff macht? Machen wir uns mal einen Brewstand und machen uns ein paar Regen-Potions. Sollte ja nicht zu schwer sein. Autobrewer? Was macht ein Autobrewer? Der interessiert mich jetzt. Ich brauche auf jeden Fall einen Brewstand. Dafür brauche ich einen Blaze Rod. Und einen Blaze Rod habe ich nicht. Verdammt. Oh. Dazu habe ich nicht Blazes. Wo kriege ich Blazes her? Aus dem Nether. Ich habe aber keine Lust, in den Nether zu gehen. Muss ein anderer Plan her. Wie kriege ich mehr Leben? Wie kriege ich mehr Leben? Beziehungsweise wie kriege ich Lebensregeneration? Lass mal sehen. Regeneration. Mini Aggrator. Nee. Hilft mir nicht wirklich was. Goldohr. Ich bräuchte ein Blaze Rod. Ich habe keine Ahnung, wie ich an Blaze Rods rankomme. Ich möchte nicht in den Nether. Das ist mir irgendwie... Dann müssen wir das anders machen. Guck mal hier. Wir füllen den erstmal mit Blut. Und dann hauen wir das rein. Gib mir mal Well Fat. Richtig fett sein. So. Dauert das jetzt halt ein klein bisschen, bis der voller wird. Aber spätestens, wenn wir ein Tier 2 Altar haben, wird das sowieso anders gemacht. Dann holen wir uns das Sacrifice und dann nehmen wir nicht mehr unser eigenes Leben, sondern das Leben anderer. Das dann geht dann viel besser. Aber bis dahin müssen wir erstmal unser eigenes Leben verbraten. Wir brauchen 8 Stück. 8 von diesen Steinen. Das heißt, wir müssen 16 von den Stones umwandeln, um daran zu kommen. Naja, einen wirst du auf jetzt schaffen. Wird auch gelacht, wenn du es nicht hinkriegst. Hm.
Da hätten wir einen. Mit denen können wir hier mal. Whitelist, ignoriere das alles. Und hier hast du den einen. Du pumpst ihn mal raus. Funktioniert doch wunderbar. Muss man echt aufpassen, da kann man sich sehr schnell selbst mit erledigen. Das nicht gut. Das gar nicht gut. Ups. Soll sich auch nicht verklicken. Bastel mal den nächsten Stein um. Den schaffst du vielleicht auch noch. Was ist denn hierfür brauche ich? Vielleicht ist es gar nicht so blöd, den erstmal zu bauen. Divination Sigil. Lass mal sehen. Sigil. Vielleicht gibt uns eine Reward ja was Tolles. Division Sigil auf Blatt. Ah, wo ist das Teil? Da. Einfach Glas, eine Blanket Rune und der Orb. Das ist doch einfach. Hier kann man ein bisschen Blut lassen. Regeneration anschmeißen. Das haben wir hoffentlich noch. Das war der Orb. So einer. Und Glas haben wir doch. Nicht viel, aber genug. So, und das tolle Gadget sagt uns jetzt nämlich, wie viel Essenz. Also wir können auch Essenz bei uns selber mit uns rumtragen. Das machen wir, indem wir hier drauf klicken. Au, au, au. Sehen wir, okay, 600 Lebenspunkte. Und wir können damit hinten auf den Aldar draufklicken und können da Informationen rausfischen. Aber wir haben damit den Task fertig. Greater Power, Katalysator, Newer Power. Das ist wahrscheinlich gerade noch gar nichts. Ist das jetzt gut? Ja. 17 nehmen. Und ein Greater Bag. Lass was Tolles drin sein. Oh, toll. Völlig useless. Als hätte ich nicht schon Redstone. In Massen. Okay, welche Task hätten wir jetzt? Altar-Upgrade. Mache eine Blood Rune. Das kriegen wir hin. Alchemie. Alchemie-Set. Was kostet mich dieses Alchemie-Set? Das Alchemie... zu viel... wo bist du? Spell Table? Nee. Da. Oh nee, da brauchen wir ein Blatt. Ah, da brauchen wir ein Blaze Rod. Okay, das ist, ich muss mir kommende Zeit mal einfallen lassen, wie man einen Blaze Rod rankommt. So ein Sacrifice. So eine Rune können wir auf jeden Fall craften. Jetzt holen wir uns da mal die Runen. Renn panisch wieder zurück. Und das war die hier, Blood Rune. Ganz einfach. Zack. Den verbrauchen wir nicht. Das heißt, den Toss hätten wir auch.
Yay. Und da können wir Rune of Sacrifice. Speed Rune. Rune of Capacitor. Kapazität oder Sacrifice? What? No. Sacrifice. In dem. Und wieder ein Greater Bag. Und das diesmal... Ich habe auch so viel Glück mit diesen Bags. Mein Gott. So viel nützliche Sachen. Unglaublich. Hatte ich nicht hier schon eine Rune drin? Ja, eine Rune habe ich hier schon. Das heißt, drei hätten wir schon mal. Was wäre denn der nächste? Ich müsste den nächsten Tier nehmen. Ritual Rune, Rune, Blood Rune, Ritual Rune. Hm. Naja. Ich glaube, ich werde hier noch ein paar Runen basteln. Ja, man kann übrigens auch den da reinschmeißen. Und dann wird der gefüllt mit dem Zeug, der schon mal da drin ist. Und man kann hier auch mal so Informationen ablesen. 10.000 können drin sein, 3.200 sind drin und es ist ein Tier 1. Ich habe jetzt gerade zweimal gedrückt. Das heißt, bei jedem Mal drücken kommen 300 dazu. Die brauchte nochmal, das war nicht das, was ich wissen wollte, 1.000. Das heißt, wir können da jetzt 3 Stück machen. Das heißt, wenn wir hier 1, 2, 3 reinschmeißen, die hier als Dreierpaket reinwandern, dann sollte das eigentlich funktionieren. Sollte der die ohne Probleme umwandeln können. Nach gewisser Zeit. Natürlich. Weitere. Und das werde ich jetzt noch ein bisschen machen und dann sehen wir uns nächste Folge, wenn wir mit denen auch was anfangen können. Yay! See you later! Und schon ist das Video vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Lasst doch mal einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat... That's impossible. That's impossible. That's impossible. That's impossible. Dann gibt es ja immer noch den Daumen runter. You can't do that. You can't. Can't be. We can't be. We can't be. Ja, ist ja schon gut. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, ab in die Kommentare. Ich freue mich über jeden bisschen Text, der da unten steht. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonnieren. Und wenn euch das Video wirklich so gut gefallen hat, dann empfehlt mich doch mal weiter. Also dann, man sieht sich.